日の朝6個の農家から120Meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei dieser Spezialausgabe von Tiefpunkt Kultur. In dieser Sendung dreht sich alles rund um das Forscherteam von Professor Dr. Unterstelz und seiner spektakulären Entdeckung. Herzlich willkommen. Vielen Dank, vielen Dank. Es ist mir eine große Ehre, verehrte Zuschauer, heute hier bei Tiefpunkt Kultur im wunderschönen Studio in dritten Bezirk anwesend zu sein. Ich möchte hier noch nichts vorwegnehmen, aber ich und mein Forscherteam haben eine spektakuläre Entdeckung gemacht. Meine Damen und Herren, allen Anschein nach ist das Wiener Schnitzel keine original österreichische Speise und ich kann es beweisen. Ich möchte allerdings auch nichts vorwegnehmen. Natürlich nicht. Wir starten auch gleich mit Ihrer von Ihnen selbst gedrehten Dokumentation. Das Wiener Schnitzel ist aus der österreichischen Küche nicht wegzudenken. Es ist ein integraler Bestandteil dieser. Das Kulturgut in goldbrauner Panier wird in Form von Schnitzelsemmeln oder mit Pommes, Brat- oder Petersilkartoffeln oder klassisch mit Erdäpfelsalat verzehrt. Berühmt ist das Gericht wahrlich bis über die Landesgrenzen hinaus und daher auch ein Renner bei Touristen. Neueste Erkenntnisse allerdings können den österreichischen kulinarischen Stolz empfindlich ankratzen. Das Wiener Schnitzel. Etwas Urösterreichisches? Anscheinend doch nicht. Vor wenigen Wochen ist nun ein Dokument aufgetaucht, welches besagt, dass das berühmte Wiener Gericht ursprünglich aus Japan stammt. Es handelt sich dabei um einige Seiten aus dem kürzlich wiederentdeckten, unveröffentlichten zweiten Reisetagebuchs Karl Ritter von Scherzers, dem wissenschaftlichen Leiter der Ostasien-Expedition. In diesem hielt er unter anderem fest, dass der österreichisch-ungarischen Gesandtschaft ein wahrlich köstliches südjapanisches Gericht serviert wurde, bei dem es sich um in Brösel und Ei panierten Schweinefleisch handelte, das schwimmend in Schweineschmalz herausgebacken wurde. Er vermerkte außerdem, dass jenes Gericht von den japanischen Gastgebern als Schnitzel bezeichnet wurde. Experten sind heute der Meinung, dass es sich hierbei um ein Hörmissverständnis von Scherzers handle. Demnach hätte er statt Katzes Schnitzel verstanden. Die Ähnlichkeit zu den in der Donaumonarchie bekannten Speisen, wie dem Wiener Backhändel oder dem panierten Kalbsschlegel, verblüffte die Gesandten derart, dass sie jenes Rezept nach Österreich-Ungarn mitnehmen wollten. Es ließ sich so wunderbar in die österreichische Küche einfügen und passte auch so gar nicht in das exotische Bild Japans. Tatsächlich wird vermutet, dass das Gericht ähnlich wie Tempura im 16. Jahrhundert von den portugiesischen Jesuitenmissionaren übernommen wurde und von den Japanern perfektioniert wurde. Der Freundschafts-, Handels- und Schifffahrtsvertrag zwischen Österreich-Ungarn und Japan, der am 18. Oktober 1869 abgeschlossen wurde, bevorteilte die Donaumonarchie klar. In jenem ungleichen Vertrag wurde als siebente Bestimmung auch festgelegt, dass jenes eingebröselte Gericht, welches der Gesandtschaft am 10. Oktober kredenzt wurde, in Hinkunft von den Japanesen nicht weiter vermarktet werden solle, noch behauptet werden dürfe, es sei japanesischen Ursprunges. Der Wissenschaftler Professor Albrecht Fürst
von Haxing wurde beauftragt, das komplexe japanische Schnitzelklopfwerkzeug zu untersuchen und eine Möglichkeit für eine Massenproduktion zu finden. Aus Kostengründen entschied man sich allerdings für die Notlösung eines mit Metallnoppen besetzten Holzhammers. Die Zartheit des Schnitzelfleisches kam zwar bei weitem nicht an die des japanischen Originals heran, wurde von der Bevölkerung aber dennoch angenommen. Um jedoch den gehobenen Ansprüchen der Bourgeoisie gerecht zu werden, wurde das Schweinefleisch des Originalrezeptes durch das wesentlich zartere Kalbsfleisch ersetzt. Die erste bekannte Erwähnung des Wiener Schnitzels befindet sich in einem Kochbuch aus dem Jahr 1884. Dort wird das panierte Schnitzel bereits mit der französischen Bezeichnung Tranche de Veau à la Viennoise, zu Deutsch Wiener Schnitzel, bezeichnet. Im Zuge der zunehmenden Popularität des Wiener Schnitzels in der allgemeinen Bevölkerung wurde das teure Kalbsfleisch allerdings zunehmend wieder durch günstiges Schweinefleisch ersetzt. Dem Wiener Schnitzel dürfte also allem Anschein nach ein ähnliches Schicksal widerfahren sein wie dem Gugelhupf, der, wie wir berichteten, ebenfalls japanischen Ursprungs ist. Unter Einbezug dieser neuesten Erkenntnisse konnte nun auch im Wiener Museum für Völkerkunde eine rätselhafte Kleinplastik als etwa 350 Jahre alte Darstellung eines panierten Schnitzels des Künstlers Fujimoto Butaro aus Satsuma verifiziert werden. Meine Urgroßmutter hat einmal Wiener Schnitzel für uns gemacht und als wir alleine waren, hat sie dann zu mir gesagt, dass das Wiener Schnitzel eigentlich gar nichts Österreichisches ist. Es sei etwas Japanisches und in Wahrheit hätten es die Österreicher nur gestohlen. Ich habe sie damals eine Lügnerin geschimpft und ihr natürlich nicht geglaubt. Der Enthüllungsjournalist Jürgen Raffwall arbeitete mehrere Monate als Küchengehilfe unter falschen Namen in einigen Wiener Traditionsrestaurants und fand dabei heraus, dass Betriebe wie Fiegelmüller und Do & Co. seit Jahrzehnten eigene japanische Schnitzelköche hätten, die unter strengster Geheimhaltung und falschen Namen arbeiten. Hier ist Enthüllungsjournalist Jürgen Raffwall im Wiener Do & Co. Restaurant. Ich werde nur den Skandal des Jahrtausends aufdecken. Sehen Sie, da ist er, der Japaner, ich habe es gewusst. Ich bin Österreicher. Yes, Franz, heute aber auch den Pappen, schlagt sich auf. Oh Mann. Hey, Moment, wo ist das Bild hin? Regie? 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 Oh mein Gott! Wandel in Wiener Hand! Was fällt dir denn ein? Ketchup statt Sojasauce! Dem Japaner hier ein Schnitzelbrief, Zeit, dass er geht.